So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni. Ich habe jetzt alles so nachgestellt. Ich habe in Al-Kuwait, ich habe gedacht, der Vogel sitzt da irgendwo vielleicht oben, tatsächlich noch einen gefunden. Und zwar war der Vogel... Okay. Und zwar war der Vogel... Quatsch, den Vogel habe ich nicht gefunden, aber ich habe auf einem der Dächer eine grüne Kiste gefunden. Das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Steht mitten auf einem der Häuser. Also hier unten ist jemand, mit dem ich reden kann, aber keine Ahnung wo. Das mache ich später. So, ich habe gestern hier aufgenommen und es lief nicht so gut. Ich glaube, ich sollte mir abgewöhnen, vielleicht, wenn es mir nicht so gut geht, aufzunehmen. Gestern war irgendwie ein Scheißtag, deshalb bin ich wahrscheinlich zweimal draufgegangen. Simba, Simba, schau, wie viel Glück dieses Kind hat. Wie viel schneller das geht. Ah, ich darf jetzt nicht vergessen, dass ich einsetzen muss, dass sie... Geht mal auf eigenständig, vielleicht klappt das besser. Ja, überspringen, ich würde gern kämpfen. Schockwelle fliegt! Erwischt das uns jetzt weiter? Ich muss. Ist mein Zauber jetzt wieder abgebrochen? Das ist schon ein bisschen nervig. Schockwelle fliegt! Was sind das für komische Bälle, die da liegen? Okay, die soll ich nicht berühren. Jetzt weiß ich auch das. Ich dachte, ich kann die gleich. Ich dachte, ich kann die vielleicht nutzen. Voller Einsatz, da sind sie bestimmt alles, was sie findet. Gerade gegen Bosse sollte ich das einsetzen. Warum bricht das nicht ab? Okay, geht auf mich los. Ah, das müsste ich eigentlich... Schön, diesmal hat es mich nicht umgehauen, komischerweise. Wie lang pennen die? Machen die auch wieder auf von selbst? Ich warte mal einfach mal ab. So, ein starker Kaffee wird das schon... Ich werde mir einfach... Ah, ist wieder aufgewacht. Meins. Danke. Okay, noch geht's mir gut. Schockwelle flieg. Über Renike, fetter Bräu, Leute, könntest mir gerne helfen. Ah ja, schüttet tatsächlich mit der Zeit auf. Nochmal ein starker Kaffee für mich. Und dann mache ich dich fertig. Oh, Nachtmusik. Ah, das ist, ich hab's gehört, das müsste eigentlich gezählt haben. Oh Mist. Naja, wegen sind wir alle geheilt. Ich hatte nicht gezählt. Ich verschwende jetzt kein Zeug, was Geld kostet für euch. Könnt ihr voll vergessen. Oh, 7. Danke für die Heilträne. Fast platt. Kraft jetzt selber an.
keine Tricks. Die mache ich jetzt. So, Tom Pooh, zeig, was du kannst. Okay, zeig nicht, was du kannst. Das war wesentlich besser. Ah, dafür kriege ich nicht mal einen Kaffee wieder. Aber das entschädigt mich ungefähr für nichts. Im Grunde habe ich miese gemacht. Ah, Freeman kann endlich evolutionieren. Endlich. Traumschauen. Oh, Moment, wo bin ich? Du warst beim Albtraum besessen, Mann. Hast dich ein bisschen komisch aufgeführt deswegen. Gibst du uns jetzt unser Bild zurück? Seid still, ihr alle. Lasst mich in Ruhe. Kommt einen Schritt näher und ich werde euer wertvolles Bild in Stücke reißen. Oh je, was sollen wir nur tun, Tröpfchen? Ich denke, er hat noch immer ein gebrochenes Herz. Aber ich frage mich, was ihm fehlt. Ja, kapiert. Wie die Kuh lief, finde ich. Ihm fehlt Zurückhaltung. Deshalb kann er nicht anders und klaut, was ihm unter die Finger kommt. Wir müssen also noch ein bisschen Zurückhaltung finden, oder? Aber wo sollen wir suchen? Abulla hat uns schon mit seiner ausgeholfen. Das wäre doch was für dein Fioli, Olli, oder nicht? Laguna ist nicht sehr groß. Hier finden wir in Handumdrehen ein bisschen Zurückhaltung. Dann machen wir jetzt auf die Suche. Ist mir egal, was ihr macht, solange ihr es irgendwo anders macht. Haut schon ab. Kann ich jetzt trotzdem so hier hinrennen? Scheint dich nicht weiter zu stören. Interessant. Solche Sachen müssen ausprobiert werden. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich diese blöde Krabbe finde. Ah, das ist die Krabbe. Tröpfchen, bilde ich mir das nur ein oder will diese Krabbe uns irgendwas sagen? Lass mal sehen. Nee. Bilde sie nur ein. Okay, bist du hier? Sieht so aus. Gesprächig aus. Was sollen wir tun? Verflex noch eins, Mann. Du bist doch hier der Zauberer. Pack deinen Zauberstab aus und benutze den Zauber, okay? Okay. Oh, ja, mir geht die MP aus. Was soll ich denn tun? Mann, oh Mann. Du siehst aber nervös aus. Was ist denn los? Du verstehst, was ich sage. So ein Glücksfall. Ich hatte auf jeden Fall wie dich gehofft. Könntest du mir etwas helfen? Worum geht's denn? Um einen Freund. Vor einigen Tagen wurde er von dir einer Riesenwelle fortgespült. Bitte findet ihn. Ich würde es selbst tun, aber ich bin völlig durch den Wind. Wie? Naja, ist auch egal, wie ich dann noch die Stempel komme. Na gut, weißt du vielleicht, in welche Richtung er verschwunden ist? Gute Idee. Gute Frage. Ich nehme an, die Strömung hat ihn wohl nach Osten getragen. Aber weiß ich weiter auch nicht. Okay. Ich dachte nur, dass ihr mit eurem Schiff perfekt dafür wärt, nach ihm zu suchen, weißt du? Vermutlich. Na gut, Krabbe. Wenn dein Freund will ich finden. Ah, tolle Neuigkeiten, danke. Ich habe gedacht, das hat mit den Krabben hier zu tun. Da komme ich auch gar nicht hin. Ich glaube, ich muss da mit dem Schiff da an... Ach, das ist ja noch... Ich muss ein Schiff überall an diesen Stellen anlegen, kann das sein? Nach Osten. Ich glaube, ich muss wirklich mit dem Schiff hier überall... Ich spuck hier gerade, entschuldigt. Man kann euch ja egal sein. Zurückhaltung beim Händler. Oder warte mal, ist das der Händler? Ist das die Übernachtung hier? Es ist also der Gouverneur. Der lässt Zurückhaltung übrig, oder nicht? Na klar, Mann, logisch oder nicht? Denk dran, wie geduldig er sein musste, bis er alle von seiner Idee mit den Badesachen überzeugen konnte, die ich gar nicht anhabe. Stimmt etwas nicht, meine Freunde? Oh, ich sehe, dass ihr eure Badesachen nicht tragt. Sie sind euch so schnell lästig geworden. Nein, das ist es nicht. Wir wollten nur gerade an Bord eines Schiffs gehen, um die Stadt zu verlassen. Oh, ein Schiff, sagt ihr. Ihr habt also eure Reisklamotten an. Ich verstehe. Aber unser Freibrief wurde gestohlen und deshalb möchten wir Sie um einen Gefallen bitten, Herr Gouverneur. Tut mir leid, das zu hören. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, wenn ihr mir dann wieder Gefallen erreicht. Ich hätte ein paar Eis, die ihr schlecken müsst. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Sie müssen uns dabei helfen, jemanden zu retten. Jemanden helfen in der Not? Ein nobles Anliegen. Aber dazu brauchen wir etwas von Ihrer Stärke. Meiner Stärke? Ja, wir müssen ihm das Stück seines Herzens zurückgeben, das ihm fehlt. Nein, einer mit gebrochenem Herzen in unserer Stadt? Das darf nicht sein. Du weißt also, worum es geht, was? Schick, dann machen wir es kurz. Wie du siehst, ist der junge Mann hier ein Zauberer. Und zwar einer, der gebrochene Herzen heilen kann. Beim Bart des Propheten. Und der Mann, dem wir helfen wollen, hat seine Zurückhaltung verloren.
Ihr verfügt über unglaubliche Geduld und Nachsicht, Gouverneur. Würdet ihr etwas davon abgeben, damit ihr ein Herz heilen könnt? Das hatte ich nicht erwartet, aber natürlich gerne. Sag mir, was ich tun muss, und ich werde es tun. Prima, vielen Dank, Herr Gouverneur. Schick, und weiter geht's, Olli. Ich muss sagen, es wäre viel cooler, wenn man die Sachen selber finden muss. Es wäre zwar auch nervig, aber es wäre irgendwie cooler, wenn man alles selber finden muss. Nein, Glück sind die Leute immer in der Nähe. Was ist das für ein merkwürdiges Gefühl? Mein Herz, es ist viel leichter. Bedeutet das, dass ich ein Stück davon mit mir geteilt habe? Mit dir geteilt habe? Genau. Gut gemacht, Olli. Und jetzt auf zum Doc, damit wir den Kerl mit dem gebrochenen Herzen helfen können, ja? Ja, danke, Herr Gouverneur. Ich hoffe, dich bald wieder in Laguna begrüßen zu können, junger Mann. In Badesachen selbstverständlich. Die Leute sind alle so gestört. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Und die Leute stehen auch alle nur rum und machen irgendwie nichts. Na, ist wahrscheinlich zu heiß. Verdammt nochmal, ich hab doch gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Verflixt, Mann. Also geht er mir echt auf den Senkel. Bringen wir es hinter uns, Olli. Ah ja, die Hälfte haben wir schon. Das hast du mir angestellt. Hey, give that back. What's the matter? Is this a portrait of some pretty boy? No need to get your knickers in a twist. It's important. It must be. Why would you steal it if it wasn't? Let's just say I can't have it doing the rounds. Tell you what, I'll buy it off you. That's fair, right? No, it's not for sale. We need it. Oh, yeah? Need it for what? Go on, this should be good. If I tell you, will you give it back? I might. It's a picture of one of the great sages. We need to find him. He's gonna help us defeat Shaddar. You what? What did you just say? We're going to defeat Shaddar, all of us, together. And we reckon this great sage might have some proper powerful magic in it. Ollie boy is gonna need it. Okay, we told you why we need it. Now give it back. You lot think you can take down Shaddar? And you want to drag Pretty Boy here into it too? We sure do. And he'll help us. I just know he will. You must be even more gullible than you look. That or you're just plain stupid. You realize nobody stands up to Shaddar and survives, don't you? Nobody. Huh? Nothing. Anyway, you don't stand a chance. I think we do. Eh? Oliver made my father, Rashad, believe again. And he saved me, too. Rashad? What? The great sage? Rashad? The very same! And he's itching to take Shaddar down now. You're joking. If Rashad is... We're not joking. Fine. I give up. I can't believe I'm saying this, but you lot have got me half convinced. All right, I'll take you. I'll show you where to find him. Hey. What? You know him? Yeah, a bit. Neato. Thanks so much. I'm Swain. Good to meet you, kiddo. I'm not a kid. I'm Oliver. All right, all right. Keep your hair on. Good to meet you, Oliver. I'm Esther. Tippy, Lord High Lord of the Fairies. So, I guess we should set sail, huh? This is so exciting, Oliver. Oh, weil wir uns gerade vorstellen. Komm raus, Junge. Der hat einen Kraftprotz, oder? Das ist mein Vertrauter. Du hast einen Vertrauten? Du hast ihn doch nicht gestohlen, oder?
Nein, habe ich nicht. Vielen Dank auch. Er ist mein Vertrauter und zwar völlig legal. Und er haut ganz schön rein. Das kann ich dir sagen. Sven und sein Vertrauter haben sich seiner Gruppe... Oh toll, den kann ich alte Nudel geben. Irgendwas an diesem Sven gefällt mir nicht so richtig. Er verbirgt etwas. Also bestimmt toll, einen weiteren Freund auf unserer Reise beizuhaben. Vor allem einen mit einem Vertrauten. Hey, ich bin nicht bloß so eine Dumpfbacke mit dem Vertrauten, ja? Wie wäre es, wenn ich euch zeige, was ich sonst noch so drauf habe, da nicht viel von mir zu halten scheint? Aha, genau das, was wir brauchen. Diese Truhe ist perfekt. Oliver, beweg dich ein bisschen näher an die Truhe drüben heran, ja? Sag mir Bescheid, sobald du sie klar und deutlich sehen kannst. Ich zeige dir etwas, das euch vom Hocker hauen wird. Wie soll ich denn da an... Wie soll ich denn da rankommen? Was war das gerade? Ach so. Kann der die aufschießen? Macht euch auf was gefasst, Kinder. Here goes. Gut, hör zu. Siehst du, wie weit ich von der Truhe weg bin? Oder kann der die... Der holt die an mich, zu mir. Ziemlich weit, nicht? Und du denkst bestimmt, dass ich die nie im Leben erreichen kann, oder? Nun ja, da kommt meine Räuberpistole ins Spiel. Das ist also die Räuberpistole. Ich benutze eine... Ja, das Schönste an Schatzruhen ist, dass sie nie wegrennen. Sie sind, wie man in unserem Gewerbe sagt, wehrlose Opfer. Also dann, wird schon schief gehen. Ah, ich kann auch die Maus nehmen. Oh, cool. Super. Nicht schlecht, was? Ich muss nicht am Schloss herumfummeln und mir die Hände schmutzig machen. Die Warnprofis nehmen ihre Beute aus sicherer Entfernung ins Visier und schnappen sie sich, indem sie einfach den Abzug drücken. Und was für Profis wären das? Jetzt sei nicht so ein Tugendbold, okay? Er wird uns sicher ziemlich nützlich sein. Freunde, wir setzen bald Segel, alle an Bord. Jawohl, Herr Kapitän, kommt schon, es geht los. Na gut, dann kann ich auch gleich in Alcove die Truhe öffnen. Okay. Ihr bleibt nicht lange im Ort, was? Na schön, auf geht's. Ach, das war Sven, okay. Schick, endlich werde ich das Meer sehen. Du siehst das Meer doch schon, du bist doch direkt da... Ne, ist doch egal. Hatte ich hier noch eine oder habe ich hier nur eine aufgeschrieben? Wartet mal. Grün. Ich habe zwei grüne jetzt aufgeschrieben aktuell. Die hole ich mir irgendwann anders. Warte mal, Mann. Du bist jetzt gleich an Bord? Bist du denn schon wirklich schon bereit? Eine Seereise darf man nicht auf leichte Schulter nehmen, weißt du? Frag mal meinen Onkel Dai. Was meinst du denn damit? Na, es ist verdammt gefährlich, nicht wahr? Du solltest tiptop in Form und gut gewappnet sein, bevor du zum Herbst landen segeln. Oh, da hast du aber recht. Ich sollte mich vielleicht ausruhen. Hm? Das schmerzt nicht. Bist du in Ordnung? Ja, Max, gut, bin gestorben und hab mir das Knie aufgeschöpft. Aber tut gar nicht weh. Bist du da ganz sicher, Junge? Sieht verflixt schmerzhaft aus. Stimmt, das sieht echt übel aus. Achso, das war... Die meisten Kinder würden jetzt sicher weinen. Da bin ich vielleicht nicht so wie die meisten Kinder. Mein Papa hat gesagt, dass Jungs nicht weinen, also habe ich ihm versprochen, es nie zu tun. Du versuchst also, dich zu beherrschen, um dein Versprechen zu halten, meine ich. Ich sag dir, Olli, das Herz von dem Jungen strotzt nur so vor Zurückhaltung. Sieh nur, wie deine Fiole leuchtet. Wow, du hast recht. Sag mal, würdest du uns vielleicht helfen wollen? Er braucht mehr Hilfe, na klar. Was kann ich für euch tun? Du musst gar nichts tun, wir müssen nur ein bisschen von deiner Zurückhaltung borgen. Meine Zurückhaltung? Ich verstehe das nicht ganz. Aber es hört sich ganz spaßig an. Bitte nur zu. Danke, das hilft uns echt weiter. Ich lasse die jetzt einfach nochmal schlafen, damit die alle schön wieder heil sind. Ich sehe gerade, unser Kraftprotz hat, unser Freund hat relativ wenig Mana. Weißt du, mein Knie geht jetzt schon besser. Ich glaube, vielleicht war es der Zauber. Warte mal, wie kann ich... Das ist Zauber. Das ist der Ansichtmodus. Ich kann es wahrscheinlich nur mit... Ach, wahrscheinlich geht es nur an bestimmten Positionen. Egal, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Die will immer noch ihren Bikini. Da fällt mir ein Kreaturenkäfig. Nee. Kann ich dich hochziehen? Nein.
Perfekt. Kann ich die Evolution bei dir auslösen? Da fehlte mir doch was, oder? Hm, ich brauche einen kleinen Sonnentropfen. War ich nicht irgendwie mal... Nee, noch nicht so. Gunther. Ach, alles nichts gegen die alte Nudel. Mal schauen, das dachte ich mir schon, viel Angriff, wenig Verteidigung. Wenig Flinkheit. Magische Angriff brauchst du nicht. Ich glaube, ich gebe dir mal ein klein bisschen Flinkheit. Kannst du bestimmt gebrauchen. Ich gebe dir lieber normales Eis, weil das andere kann ich für Zutaten verwenden. Und dann kriegst du ein bisschen Verteidigung drauf. Bisschen Pudding wäre nicht schlecht für dich. Flinkerdirt. Ja, bei dir könnte ich eigentlich alles danach langsam voll machen. Kann ich dich eigentlich jetzt mittlerweile noch ein bisschen erhöhen? Also, dass die Vertrautheit steigt. Wird nicht mehr lange dauern, dann kann ich wieder was draufsetzen, glaube ich. Komm schon, ich will den Angriff erhöhen. Mache ich das überhaupt so richtig? Ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich produziere dieses Spiel sehr stark vor. Ich würde gerne Angriff, also die Werte würde ich gerne alle noch erhöhen, wenn ich ehrlich bin. Aber das Herz nicht voll. Magischen Angriff, nee, den brauchst du garantiert nicht. Hier, ein Eisbecher. Okay, ich glaube, du magst Schokolade am meisten. Muss reichen. Ich muss mir echt mal angewöhnen zu merken, wer da was mag. Weil das ist tatsächlich wichtig. Ja, aber andererseits 50 Gulden, dafür kriege ich 2,5 Tafeln Schokolade. Das ist ja nicht mal ein Euro. Nö. Das mache ich, wenn... Ja, jetzt rüsten wir uns nochmal aus. Da mache ich nochmal kurz ein paar Kaffees. Denke ich. Keine Ahnung. Davon habe ich noch ein paar. Davon habe ich keinen mehr. Davon kann ich auch keinen. Könnte ich einen kaufen, aber die stelle ich lieber selber her, solange ich das habe. So, davon fehlen uns auch ein paar. So, hier kann ich ja nicht mehr wirklich was mitnehmen. Nehmen wir einen mit. Schnell noch experimentieren. Zwei davon. Eins davon. Mischen. Normalen Kaffee. Ich würde gerne die Form. Ich hätte gerne irgendwas, dass er sich die Formeln aufmerkt, damit ich mir das selber nicht merken muss. Das wäre viel schöner. Vielleicht kommt das später noch, dass ich das haben darf. Bei Quellwasser habe ich auch nicht ewig. Ich
Ich weiß, ich kann auch ganz viele andere tolle Sachen mit dem machen, aber das muss erstmal reichen. Kaffee und ab und an den Espresso. Richtung Osten hat die Krabbe mir gesagt. Ich denke mal, es wird jetzt schon passen. There you are. Sorry, sir. We got a little sidetracked. The preparations are complete. We sail immediately. Aye, aye, Captain. Weigh anchor. Anchors away. Weigh anchors away. Another voyage lies before us. My heart sings for the seas. Set sail. We're moving. Ah, it's proper exciting. This is going to be fun. Then the seven seas await. Unfurl the sails. Shadar, are you straddling? And he spoke so highly of himself. Fool, did he really think the guardian of the volcano could defeat the pure-hearted one? I fear that executor may be a trifle toothless. Perhaps he forgot his orders. Well, Shadar, what next? This time, I shall leave nothing to chance. This time, he will suffer by my own hand. So, it has come to this at last. And not before time. Your Grace's silence, please. Very well, Shadar. I will grant you a new power. The power to summon the storm. You honor me, Your Radiance. This time, he will be destroyed. Do not fail me, Executor. Errungenschaft freischaltet, Seemann, ahoi! Ich hab's gewusst. Simbad, die Meereslust erquickt meine Seele. Nun, meine Freunde, wisst ihr überhaupt, wie man ein Schiff steuert? Nur keine Angst, es ist kein Zauberei. Navigier bla 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 und Kabel bla bla bla. Willst du von Bord gehen? Dann näher dich dem Ufer und drücke. Ja. Wenn du wieder auf hohe See hinaus willst, dann nähere dich dem Schiff und drücke. Unser Ziel ist die ferne Kontinent der Herbstlande, nördlich von hier. Dort wirst du Schweinfurt finden. Wenn du auf hohe See die Orientierung verlieren solltest, wird die Weltkarte als nützlich sein. Drücke an Bord der Seekugel Tab, um sie aufzurufen. Wenn du nicht an Bord des Schiffs bist, kannst du Tab die Umgebungskarte aufrufen. Ja. Verfügst du über solch eine Karte, hast du keine Ausrede mehr, wenn du dich verirrst. Ah ja. Die Frage ist ja... Gehen wir mal zum Sommerland. Sind das Monster? Offensichtlich. Okay, das war mir nicht ganz bewusst. Ich das hätte. Luftikus. Au! Ach ja, Sven greift jetzt auch an. Esther! Darf wenigstens angreifen, Esther! Sven, du hast doch... Warum sitzt du denn...
So stark sind sie nicht. Ach, der schießt mit der Pistole. Interessant. Jetzt sind wir wenigstens schon zu dritt. So, jetzt wird die alte Nudel auch mal aufgelevelt. Warum hat... Kann ich an Land gehen? Cool. Es bringt absolut nichts, aber ich kann es. Aber warum kann ich das hier? Ist hier irgendwas? Nö. Das ist genial. Also. Ah, hier darf ich nicht auf solchen Inseln. Meine Hochachtung an die Macher dieses Spiels. Ah, die kann nur kurz. Da will ich garantiert nichts finden. Ah, hier sind wir bei den Magma-Dingern. Ich kann mich in dieser Welt vollkommen frei bewegen. Das ist voll genial. Nein, du kriegst mich nicht. Oh, tatsächlich, die können nicht weit schwimmen. Ich will zu den Sommerlanden. Wenigstens kann ich die dodgen. Okay. Ein Schuftikus. Ach. Ein Brandbe... Oh, hier gibt's andere. Ah, cool. Ach, die haben sie wahrscheinlich nicht... Alter! Oh oh. Ach so, falsche Taste. Das ist übel. Darf ich? Okay, Esther. Scheiße. Okay, Proviant, ich muss jemanden wiederholen. Gott, sind die übel drauf. Was heißt denn hier Fehlschlag? Ach nee, doch nicht. Alter, was ist denn das hier? Oh, boah. Okay, dann sehen wir uns wieder auf dem Meer. Alter, was ist denn hier los? Ich muss sagen, die Monster sind um einiges schlimmer, als ich erwartet hätte. Ich finde die Steigerung teilweise echt krass. Also so richtig übel krass. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Vielleicht mache ich auch mal eine kurze Ni no Kuni-Pause, weil ich habe schon so viel von dem Spiel aufgenommen. Die haben ja den Sven sofort umgehauen. Es ging los, tot. Das ist richtig übel, wie stark die hier sind. Das ist eine viel zu starke Steigerung. Oder hängt das damit zusammen, dass ich einfach irgendwo hingefahren bin, wo ich nicht sein sollte? Das könnte natürlich auch sein. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Ich glaube, das wird jetzt Tradition. Ende jedes Spiels verliere ich.